Recht herzlich willkommen zur 64. Folge von Towns, die zweite Staffel. Ja, letztes Mal unten im Keller Steine abgebaut noch oder freigegeben zum Abbau. Hier oben haben wir auch, glaube ich, noch welche markiert. Genau da, damit die wieder weiterbauen können. Hier haben wir auch noch ganz viele Kerzen drin, die wir noch aufstellen könnten. Ist die Frage, wohin? Hier fehlt irgendwie eine. Dann gehen wir doch mal dahin und holen davon eine hier rüber. Deko, Kerze und das ist diese allerdings. Eins, zwei, drei, ja, komm, stellen wir sie da in der Ecke und fertig. Und ich glaube, wir müssen hier draußen auch eine hinstellen, weil drinnen, die leuchtet wahrscheinlich nicht nach außen, ne? Wegen der Wand. Da ist auch noch nicht fertig. Die Kerze kommt auf jeden Fall. Ja, hat hier draußen nicht geklappt. Ich habe auch nicht die Shift-Taste gedrückt. Und da mache ich auch noch eine hin. Und da mache ich dann auch noch eine hin. So, gucken wir, dass die da auch hingestellt werden. Eine kommt schon. Wie weit leuchtet die das aus? Wahrscheinlich ja, ein bisschen knapp, aber geht. Die hätte ich auch hier hinstellen können, ne? Unlock. Weil die leuchtet, glaube ich, noch mal da ein Stück. Haben wir noch eine? Weiß ich gar nicht. Die stellen wir da noch eine hin. Hier wäre natürlich auch noch was machbar, ne? Passt das jetzt? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eigentlich ja. Aber so wie es aussieht, müsste die da sein, ne? Ist auch egal. Hier können Kerzen noch dann hin. 1, 2, 3. Das würde bedeuten. Das Toy Mutt. Und dann muss da noch einer hin. 3. Ja. Und da auch noch eine. Habe ich die jetzt ausgewählt? Ich glaube nicht, oder? Jetzt ist sie ausgewählt. Hier Steine gehen. Und hier Holz geht nicht. Holz ist aber vorhanden, wird aber nicht geschlagen. Komisch. Da passiert auch nichts. So, gucken, was passiert. Da ist auch noch nicht fertig, ne? Ausgewählt ist das. Und da war ja ein Dach in Rot drauf, genau. Oh, da hat einer was Falsches gesetzt. Das tun wir das. Ja, und da kommt da so einer hin, oder? Okay. Das ist alles okay. Wir haben jetzt komischerweise keinen Durchgang nach da gemacht. Das ist ja jetzt auch nicht so die Idee gewesen, ne? Das heißt, ich würde den mal Unlock machen, dann können die da wegmachen. Und wir müssten dann nur da was anbauen. So. Muss es eigentlich klappen, oder? Das wird schon schwer genug. Sieht's mit Essen aus? Drei Brote sind da, es sind 34 Äpfel, ne, 21 Äpfel und 34 Birnen da, also Essen ist auch vorrätig. Hier die Kerze ist sogar noch nicht mal weggenommen worden. Hier ist Miasma, könnte man den da beerdigen?
wird aber auch nichts abgebaut. Komisch, ne? Wir sind gerade wieder super wohl drauf, oder was? Ja, die sind alle hier am Ernten, oder was? 1, 2, 3. Ja, vielleicht zu viele Aufträge im Moment. Rüstung ohne Ende hier. Oh, ist irgendwo einer gestorben? Das ist aber doof. Nehmen die sich auch was Besseres? Ich denke ja, ne, oder? Werden wir gleich sehen. Die Holzschwerter sollten eigentlich gegen hier die Spyred-Sachen ausgetauscht werden, ne? Da laufen zwei, aber ich weiß nicht wohin. Hier wollen sie was zu essen aus dem Wald. Ja, hier in den Regalen ist auch noch was drin. Aber nur über die Waffen. Ich glaube, wir sollten mir hier die zurückmachen. Wir brauchen jetzt gerade ein paar Arbeiter. Ja, was passiert jetzt zurzeit? Ich sehe keinen in dem Raum da drinne. Und da wäre schon echt angebracht, dass da einer reingeht und was macht. Da ist jemand. Läuft aber vorbei und holt sich wahrscheinlich den Apfel. Ja. Er hat eine Birne. Ah, da oben war aber einer. Was hat er gemacht? Wahrscheinlich ein Holzschwert ausgetauscht. Das kann auch sein. Da läuft wieder einer hoch. Was macht der? Nix. Geht weg. Was macht der? Tauscht seine Schuhe wohl aus. Okay. Und dann Getreide abarbeiten. Da unten holt einer einen Apfel. Aber wir haben... Was für ein Happiness? 9. Okay, die kommen ein bisschen höher. Dann macht diese Person schlafen gehen? Ja. Gut. Aber wir können ja mal einen hier verfolgen, wo der jetzt hingeht. Wir sind nach unten gegangen. Da. Holt irgendwie Eisen. Kupfer, Eisen, weiß nicht. Was wird produziert? Eingeschmolzen. Läuft weg, holt noch was. Wahrscheinlich noch mal Eisen. Das würde ich jetzt beobachten. Ich laufe jetzt aber nicht hinterher, weil der gleich hier wieder erscheinen wird, gehe ich von aus. Der holt bestimmt noch mal Eisen. Und... Ah, warte mal, der würde jetzt die Waffen produzieren und da wir so wenig Leute haben... Ja, könnte das sein, dass die zu viel damit beschäftigt sind, ne? 12 und 28. Jedenfalls noch 9, also steigt das auch. Der rechtste. Ah ne, die bewegen sich die Piepvögel da unten. Dann geht's ja, dann ist keine Pause oder sowas. Da kommt die Person wieder und hat. Ne, hat doch nichts gemacht. Oder doch was gemacht und fallen lassen. Da kommt einer mit einer roten Perle. Ja, und macht eine Waffe wahrscheinlich. Ja, ich glaube, wir müssen hier rein und das erstmal sein lassen. Und dann das Spider-Red-Schwert lassen wir
auch sein. Ach, ist gar nicht. Da sind nur noch 4 ausgewählt. Dann machen wir mal 3 und dann ist es erstmal gut. Gut. Ja. Puh, was machen wir jetzt? Gute Frage, ne? Was machen wir jetzt? Eigentlich warten, bis was passiert. Happiness ist nur noch 10. Hier, das müsste mal beerdigt werden, ne? Ich könnte es destroyen, aber ob das der richtige Weg ist, weiß ich nicht. Hier liegen jetzt auch schon Klamotten rum. Könnte mal einer aufräumen. Wir haben 1, 2, 3, 4. Hier drinnen schon alleine gerade gehabt. Sechs Leute sind jetzt hier in der Bäckerei. 7, 8 da oben fällt. Und die anderen 6. Einer war davon am Schlafen. 7. Was machen die anderen 5? Einer, das war ein Held. Da läuft einer von unten nach oben. Aha. Gucken wir mal, ob einer vielleicht Steine geklopft hat. Nö. Will auch keiner wohl machen. Der Sarg steht da auch noch. Blöd, ne? So, der Korps ist jetzt umgewandelt in Human Remains. Da ist ein Held da drin. Happiness ist gerade wieder gefallen. Kommt jemand und der macht was? Der hat da irgendwas getauscht. Okay, das ist auch nicht verkehrt, gute Waffen zu haben. Also sie haben eigentlich alle relativ gute Rüstung. Da holt einer einen Apfel, eine Birne und macht einen Apfel, einen Birnenkuchen, einen Apfelkuchen aus der Birne, ist klar, ne? Geh mal von aus. Ja. Immer reintun tut dir auch keiner was. Zwei Fässer da nochmal einzeichnen. Aber passieren tut da nichts, denke ich. Ja, ans Reck gegangen und roten Longsword, okay, da wird was ausgetauscht sein. Vorher waren da, glaube ich, nur Spider-Red-Sachen drin. Da wird geerntet, okay. Hier noch irgendwas. Warte, hier sind noch grüne Sperre, die können wir auch ausmachen. Ich glaube, sonst habe ich nichts an, oder? Ne. Und rüstungstechnisch. Entschuldigung. Ist aus. Und da ist auch aus. Das sind nur noch hier einzelne Teile, die machen wir gerade aber auch aus. Was damit? Da sind noch welche. Dann machen wir das weg. Das wollen wir jetzt nicht. Gut. Da ist ein Geist. Aber rüstungsmäßig und waffenmäßig sind sie eigentlich gut ausgerüstet, oder? 13 von 28 ist auch gar nicht schlechter Wert. Fast die Hälfte.
Oh, wer kümmert sich um den Geist? Keiner, ne? Der macht Magic Damage. So, da kommt einer und der ist jetzt am Kämpfen. Hat den aber geschafft. Alles gut also. Ich frage, ob da noch einer kommt, weil halt die Knochen da noch liegen. Oder ob das soweit dann okay ist. Ja, gut. Kann ich jetzt nichts zu sagen, aber ich würde mal sagen, für die Folge soll es auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.